Servus und hallo zu einem neuen Let's Play. Limbo. Ja, ich weiß, ihr habt das Spiel schon öfter mal durchgespielt und letztens auch im Livestream gespielt. Und warum jetzt wieder? Zum einen ist es eins der Spiele, das ich schon lange mal neu aufnehmen wollte, diesmal mit Ton, also mit Kommentar von mir. Und zum anderen habe ich das letztens in einem Livestream mal komplett durchgespielt und habe mir aber dazu entschieden, die Livestream-Aufnahme nicht hier auf YouTube hochzuladen, einfach weil ich die Unterhaltungen dann rausschneiden hätte müssen zum Teil. Und es ist ja auch wurscht, jedenfalls spiele ich es nochmal durch. Zum anderen wollte ich einfach mal schauen, nicht Speedrun-mäßig, sondern das Spiel schon so spielen, wie es gehört. Aber wie lange fürs normale Durchspielen braucht? Im Livestream, ich habe gerade nachgeschaut, waren es 1 Stunde und 41 Minuten. Und ja, würde mich jetzt einfach mal interessieren. Vorweg möchte ich nur sagen, ich werde hier jetzt einfach am Stück durchspielen. Und das dann quasi in kleinen Häppchen auf YouTube hochladen. Und da gibt es nicht jedes Mal extra Begrüßung mit Hallo und so. Sondern ich höre halt einfach Spielen auf und fange irgendwann Spielen wieder an. Auf YouTube sieht das so aus. Wie gesagt, hier spiele ich einfach durch. Ich quatsche wieder unglaublich viel Mist. Ich hoffe, der Sinn ist verstanden worden. Und natürlich machen wir jetzt erstmal ein neues Spiel starten. Und dann geht's los. So, wir liegen rum. All die ganzen Rätsel sind mir natürlich bekannt. Und ja. Ist ja egal. Ich werde, auch wenn ich oft sterbe oder so, was hoffentlich nicht der Fall ist, werde ich natürlich nicht rausschneiden in dem Let's Play, das auf meinem Kanal schon zu sehen ist, habe das tatsächlich alles rausgeschnitten gehabt, weil es so als Playthrough gedacht war, aber jetzt möchte ich einfach mal sehen, wie gesagt, ich möchte es nicht als Speedrun machen, sondern einfach mal sehen, wie lange ich denn brauche, so zum Durchspielen. Und werde es dann so, ich weiß noch nicht, in 10 oder 15 Minuten Häppchen schneiden. Also fast 2 Stunden oder so sieht hier kein Mensch am Stück an. Ja. Ab und zu mal Screenshot machen. Dann habe ich die Thumbnails quasi auch schon. Sehr gut. Ja, was gibt sonst so zu sagen? So beim Boot fahren, irgendwas erzählen. Ah, jetzt wollte ich gerade die super tolle Ankündigung raushauen, aber die Bootsfahrt ist leider schon zu Ende. Dann gibt es keine Ankündigung. Für alle, die jetzt im Livestream dabei waren und gehofft haben, ah, hoffentlich zeigt er das Livestream-Video. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, nein, haben wir jetzt dagegen entschieden. Einfach weil ich auf Dinge reagiert habe, die geschrieben wurden oder ja auch Unterhaltungen und Fragen beantwortet habe, die jetzt hier auf YouTube nicht unbedingt was zu suchen hätten. War jetzt nichts tragisch, braucht sie. Keiner der denken, der dabei war, was war da los, sondern tatsächlich spiele ich es dann lieber noch mal durch, bevor wir hier stundenlang die Arbeit machen und die Tonspur zurechtzuschneiden. Und wie gesagt, möchte im Livestream spielt man immer ein bisschen langsamer, ist einfach so wegen Chat und so. Und möchte mal sehen, wie lang ich brauche. Rein Interesse halber, nur für mich.
Wie wird es dann für dich in der letzten Folge, wo du siehst, da habe ich dann schon nachgeschaut und werde das dann ins Video schreiben oder einblenden, was die Gesamtspielzeit war. In den Kommentaren oder für jeden, der das Video ansieht, wenn du Böcke hättest, zähl doch mal mit, wie oft dass ich stirb. Es würde mich einfach interessieren. Es gibt da Errungenschaft mit, wo man maximal, glaube ich, fünfmal sterben darf. Die werde ich nicht schaffen. Da sterbe ich sehr viel öfter. Das meiste werden sehr dumme Tode davor sein. Aber wenn du das ansiehst und Bock drauf hast, kannst gerne meinen Death-Counter machen. Einfach in die Kommentare schreiben. Haha, du bist 3 Millionen Mal gestorben oder so. Keine Ahnung. Wenn du Bock drauf hast, wäre lustig. So. Und ich werde ohne Geheimlevel spielen. Das spiele ich nicht. Das wird tatsächlich auch nicht mitgerechnet bei dem maximal 5-mal sterben. Und hier, wenn ich jetzt raufgehen würde, würde so ein verstecktes Ei bekommen. Die sammle ich auch nicht ein. Braucht man ja eigentlich nur, um ins Geheimlevel zu kommen. Und um Errungenschaften halt zu bekommen. Tatsächlich habe ich bei Limbo bereits alle Errungenschaften freigespielt, bis auf die eine mit dem maximal 5-mal sterben. Weiß nicht, ob das zum Zuschauen jetzt ein bisschen fad ist oder nicht. Ist halt Limbo. Wer es noch nicht kennt, einmal Scheiße. Also ich kenne das Spiel sehr wohl, aber es gibt halt einfach Stellen, da sterbe ich immer wieder mal. Und immer wieder auch öfter, einfach weil ich mich dumm anstelle. Da hat es gescheppert. Ist das schon runtergefallen? Nein. Ja, komplett Faden verloren. Jetzt aber. Ja, gehe drauf oder schaffe ich's? Gehe hier, wo der letzte Grashalm ist. Der haut wohin? Hier hin. Viel weiter nach vorne gestoßen. Komisch. Ja, auf Zeit spielen, ne? Hatte ich gesagt, nein, ich will hier keinen Speedrun machen, ich schaue auch gar nicht. Es wird mir einfach nur interessieren, ob ich schneller oder langsamer bin wie im Livestream. Wenn es jetzt länger dauert, dauert es halt länger. Stress. So, was passiert jetzt? Schon wieder vergessen was. Okay. Hier. Ach die. Das Zeug hier. Tatsächlich möchte ich jetzt hier nicht zu tun auf, oh, was passiert jetzt? Oh, da kommt eine Spinne. Ich kenne natürlich alles, was passiert. Aber es macht halt einfach
immer wieder Spaß zum Spielen. Und gerade so zum zwischendrin mal als Ablenkung, super. Ganze Zeit mit Rendern und so beschäftigt gewesen. Da einfach wieder mal eine Runde Limbo. Super. Fall da runter. Mumie Teil 4 oder 5 oder so. Ja. Aber was soll ich sonst nicht mehr so erzählen? Schwierig bei Spielen, die man kennt. Ja, ein bisschen rumhüpfen. Ich sollte ein bisschen darauf achten, einfach irgendwas zu sagen, sonst wird es ja echt sehr langweilig zum Zuschauen, wenn gar nichts sagt. Ich rechne ja jetzt schon wieder mit Hasskommentare von Leuten, die im Livestream dabei waren. Warum hast du das Livestream-Video nicht hochgeladen?